Aber ich glaube, die Kletterer haben momentan eh mehr das Bedürfnis, hier alles kurz und klein zu schlagen. Ja, das sieht aber hier ein bisschen... Ich weiß nicht, man kann es da so lassen, aber ich finde das... Nee, irgendwie passt es nicht. Hätten wir jetzt eine Kettensäge, ne? Tja, hättest du mal eine gefunden. Hättest du mal einen Bohrer gefunden. Jetzt reicht's, Dennis, gib mir den Raketenwerfer. Ja, noch lacht er. Ich schlag das Ding mit der Axt kaputt. Der Zombie hat sich hinterm Baum versteckt. Da läuft ein Hase. Nein, das bin ich. Also aha. Der Hase. Ja, er sucht gerade nur eine Ausrede dafür, eine Rakete abzufeuern. Und dann im Nachhinein zu sagen, ach, ich dachte, das wäre wild. Genau. Weil er da, wenn er mit dem Raketenwerfer Tiere jagt. Hier direkt ja. Gegrillt. Ist doch praktisch. Ja, eindeutig. Zack, gegrillt. Oder verpufft. Puff. Übrigens, ihr habt hier jetzt eine normale Schrotflinte mitgebracht, nur so. Ah ja. Ich habe jetzt wieder 120 Holz. Stämme. Okay. Ja, kann schon mal anfangen, die so außen rum zu bauen, aber in der Mitte eins freilassen. Eins oder zwei? Wie, hoch? Nein, in der Mitte. Eins. Ja, ja, also das da für das Ding obendrauf müssen wir uns da noch was überlegen. Wo obendrauf? Ja, wäre schon cool, wenn wir dann, wenn es quasi so eine Mauer wäre, auf der wir dann laufen können. Ach so, ja. Wie ich das mit dem Stein machen wollte. Das Problem ist nur, so viel Stein abzubauen wird wohl ein bisschen schwierig. Das mag wohl sein, ja. Und von daher... Das sieht dann bestimmt voll cool aus, wenn wir hier fertig sind. Ja, und dann gibt's einen neuen Server. Weil ja, Update. Wahrscheinlich. Naja, das ist ein Update 9, wird ja noch ein bisschen hin sein, von daher... es ist Hoffnung da. Ich hoffe, sie bringen in Update 9 dann endlich mal die random generierten Welten, das würde ich so feiern. Das wäre endlich mal eine Abwechslung. Ja. Ja, wobei, sie haben die Map jetzt schon so ein paar Mal verändert, dass es ja immer mal wieder was Neues gab. Ich meine, sie hätten ja sagen können, nö, die Map bleibt erstmal so und es gibt erst wieder was Neues, wenn es random Welten gibt. Aber das haben sie nicht getan. Cool. Ja, das reicht erstmal. Und ach, weiter. Ja. Sollen wir die Bäume hier wieder fällen, weil Pilzi ja findet, dass das so besch... Gut. Hat eigentlich jemand eine Ahnung, wie lange wir schon aufnehmen? Ja. Wahrscheinlich der Audacity. Fast zwei Stunden. Ja. Fast zwei Stunden, sehr gut. Aber Moment, das ist meine Zeit, die ich hier hatte. Ja doch, ja doch, fast zwei Stunden. Moving Output Overflow to Inventory. Okay. Ja, ich habe einen Overflow erzeugt. Sehr gut. Du Tier. So langsam werde ich hier zum Scharfschützen. Warum? Schieß Schafe ab? Nein. Crossbow Balls sind sofort weg, wenn man sie nutzt, sind sie weg auch, oder? Ja. Ja. Okay. Die gehen jedes Mal kaputt. Eigentlich dämlich, aber okay. Dämlich mit E. Ich glaube, Pilzi ist das letzte Überbleibsel von 45, der letzte Grammatik-Nazi. So lustig ist das jetzt auch nicht. Ah, fand ich schon. Also einmal ums ganze Haus rum braucht man mindestens 120 für eine Reihe. Das ist schon viel, ne? Ja. Bisschen. Egal. Aber es hat ja schon mal jemand geschrieben, dass wir es übertreiben. Und ja, wir tun's gerne.
Wir sind doch zu viert. Das schafft man ja ein bisschen mehr. Hat das jemand geschrieben? Ich lese ja nicht immer eure Kommentare mit, weil ich euch damit Klicks verschaffe. Hm. Und das willst du nicht? Nein. Oh, da spricht der pure Neid. Nein. Nein. Was ist Neid? Kenn ich nicht. Was ist das? Aber irgendwas muss man uns dann doch noch einfallen lassen. Vielleicht sollten wir das in der Mitte dann irgendwann mal mit Concrete ausfüllen. Vielleicht, wenn wir irgendwann mal genug Gravel dafür haben. Wenn wir einen Bohrer hätten, würden wir schnell an Gravel kommen. Wie denn? Also, wo findest du Gravel? Mit dem Bohrer schafft man alles. Ich weiß nicht. Irgendwo findet man es. In der Erde. Pilzi hat es ja irgendwo gefunden. In was, Wüsten Gravel? So. Ja. Gravel ist, ach so. Aus Sand, ne? Kann das sein? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich dann beim Ausbuddeln von dem Zeug. Oder von den Steinen. Wenn du diese Steinblöcke zertrümmerst halt. Nee, da nicht. Nee, schon schätzen wir die schon. Eigentlich neu? Nee, ne? Nee, glaub nicht. Oh, da hinten ist ein Zombie. Vielleicht sind die Steinblöcke auch nur zum Anfang gedacht, wenn man irgendwann einen Bohrer findet und dann so an Eisen kommt. Vielleicht. Also, ich habe ja nicht wenig unten gebuddelt und ich habe bisher kein bisschen Gravel gefunden. Ich denke mal, das kriegt man irgendwo dann, wenn schon in den ersten drei Schichten. Ja, oder es kommt irgendwo mit raus. Dennis könnte nachkommen. Nein, gerade nicht. Oh, wir finden jetzt hier auch wieder Seeds, da können wir dann noch die Baumreihe ums Haus vervollständigen. Ich würde warten, bis ich rausgefunden habe, was man pflanzen muss. Ist doch egal, das soll ja nur gut aussehen. Ja, aber wir können ja, wenn schon, ne, dann könnte das ja vielleicht auch Nutzen haben. Was? Nutzen? Niemals. Wie soll ich da dran kommen? Also Pilzi, dein Turm sieht ja echt heiß aus, man sieht ihn übrigens von hier. Ich weiß. Das ist ganz leicht übertrieben. Bisschen. Und so überlebt ihr in der Zombie-Apokalypse, baut einfach einen hohen Turm. Ja, dann sehen die Zombies euch nicht, hören nichts. Dann leitet ihr einfach das Wasser nach oben, wie auch immer ihr das ohne Strom oder ähnliches tun wollt. Pumpen. Und baut oben dann, ja genau, ohne Strom Pumpen. Ja, ganz oben kommt so eine Draisine drauf und dann hast du so eine Art Pumpe. Ganz genau. Okay, dann eben noch ein Trainingsfahrrad, aber verbunden mit einem Stromaggregator. Genau, und dann noch Erde, damit du anpflanzen kannst. Und dann hast du ein kleines Feld und die Zombies werden dich niemals entdecken. Ja, der Witz ist ja, wenn du jetzt irgendwie ein bisschen technisch, ein bisschen technisches Gespür hast und irgendwie an Solarpanels kommst. Also weiß nicht, sagen wir mal, man findet ein Haus, wo schon Solarpanels auf dem Dach sind. Dann ist es mit dem Strom ja auch in der Zombie-Apokalypse gar nicht so unwahrscheinlich. Frage ist, wie viel die liefern und was du damit alles betreiben kannst. Warten wir einfach nochmal 10 Jahre, dann sollten die Solarpanels genug bringen, um in der Zombie-Apokalypse zu leben. Ja eben, die Frage ist halt wirklich, das wie viel die bringen, sein, ja. Wie Dennis schon gesagt hat, aber, ne? Beziehungsweise ist es dann nicht schlau, in der Zombie-Apokalypse erstmal einen Photovoltaik-Hersteller zu plündern? Ja. Auf langfristige Sicht? Aber dann bist du natürlich auch direkt im Schussfeld. Warum? Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass viele Leute so schlau sind. Nee, jetzt hast du gerade mindestens 2 Leuten gesagt. Mhm. Naja, sobald irgendjemand an dir vorbeikommt, sieht, dass du Strom hast, wird das schon 1 und 1 zusammenzählen können und dich abknallen. Woher soll er denn eine Waffe haben? Eben, wir sind in Deutschland. Irgendwoher wird man schon eine Waffe finden. Und im Notfall haut er dir mit einem rostigen Nagel dein Gehirn aus. Genau, das ganze Gehirn direkt. Mit einem Nagel, mit so einem kleinen 5mm Nagel. Nee, du weißt nicht, was er für einen Nagel meint. Ach so. Das ist halt so ein übelster Brechernagel. Ein Zehennagel. Super, jetzt haben wir schon einen Zombie in unserem Durchgang.
Ein Kletterer. Wo haben wir den? Ach, ich habe ihn schon getötet. Wir brauchen auf jeden Fall einen Überhang. Oh, da ist noch ein Zombie drin. WTF, wo kommen die ganzen Zombies her? Kann man sowas eigentlich auch, ja, sowas kann man auch reparieren, oder? Ich habe noch im Untergrund findet man in seiner Nähe auch häufig Erzadern. Ja, das weiß ich. Aber deswegen habe ich auch so wenig Erz gefunden. Weil du kein Gravel gefunden hast? Aus Destroyed Stone macht man das. Wo kriegt man was? Wo kriegt man Destroyed Stone her? Ich hab immer was mitgebracht. Manuel? Ja? Aber. Verzeihung, wir haben. Ich würde sagen, wir machen die zwei Bäume hier am. Hallo? Ja, das war's. Mehr nee, steht da nicht. So. Das wollte ich gar nicht. Mach sie ruhig weg. Ich hatte es erstmal so einfach gemacht, aber das ist schon. Was wollte ich denn gerade machen? Ach ja, genau. Gucken wir doch mal, was man noch so alles. Ah ja. Cool. Also hier von der Seite scheinen die Holzdinger ziemlich robust zu sein. Noch mal hier. Ein Dach setzen wir noch keins drauf, Manuel, weil das würde ich gerne aus einem anderen Material machen. Auf dem Dach? Oh. Nein, halt, dass der Durchgang hier auch ein Dach bekommt. Dass man da quasi drauf laufen kann, wie der Werk. Ja, klar, das ist, klar soll das aus dem anderen. Alter! Warum gehen die hier nicht? Ich, Manuel, mach mal bitte die zwei Dinger kaputt. Ich krieg die irgendwie nicht kaputt. Wie haltbar ist deine Axt? 83%, aber ich habe schon ein bisschen draufgehauen. Die sind ganz schön durable. Was ist mit denen passiert? Was versucht ihr denn zu zerhauen? Die Holzdinger. Stämme. Ja, die gehen nicht kaputt. Dennis? Großartig. Mhm. Bist du gerade auf dem Desktop? Nein, wieso? Ich stehe hier neben euch, über euch. Hilf mal mit. Das wäre echt krass. Du kannst nur den obersten kaputt machen. Mhm. Ach, wie geil. Aber Zombies dann können das auch schnell. Anders, ne? Zombie können wir schnell, ja, das sind Admins. Administrative Zombies. Die Zombie-Administratur. Klingt grausam. Wir sollten sie ausbauen. Hier fehlt noch ein Block. Wo? Falls ihr dann noch hier unter mir. Nee, das war schon so. War hier so eine komische Mauer. Das war schon so. Da kann man ja trotzdem einen hinbauen, weil sonst ist da halt nur ein Ziegelstein als. Ach ja, sieht unser Haus nicht wunderschön aus? Auch mit dem Turm? Jetzt ich halt selber eins. Ja. Ich mag den Turm. Na, ich finde, er hat was. Ach, dafür machst du. Ja, er hat was. Höhe. Ja, ich komm mal hoch zu dir. Damit man die Aussicht genießen kann. Wird das die Endhöhe? Mhm. Ich fände es ja interessant, wenn auch sich die Karte ein bisschen anpassen würde. Aber dann bräuchte man einen anderen Kartenstil. Glaube ich. Und ja, wahrscheinlich. Also wenn wir da jetzt noch diese Baumauer drumherum ziehen und dann mit den Holzdingen, ich finde, das hat schon Stylen. Wir müssen nur noch irgendwas aufs Dach bauen. Hey Pilzi, wie wär's mit einem Pool auf dem Dach? Oh ja. Was machen? Brauchst du noch Holzplanken? Ich hab ja noch welche. Ich hab genug dabei. Okay. Ich war eben noch Holz ernten und hab dann einige noch mitgenommen. Es kann gut sein, dass ich gleich wieder out of Holz bin, aber im Moment geht's noch. Na, man, ich habe jetzt halt eben noch 240 Holz gesammelt und versuche gerade die Baumreihen. Sehr gut, ich werde mal meine Saplings noch versetzen, damit wir. Kommt man ja eigentlich überall durch? Ja, hier kommt man überall durch. Nicht überall, nein. Nicht? Mhm. Ich habe die Vermutung, wenn man zwei verschiedene Arten von Saplings nebeneinander setzt, dass man da nicht durchkommt. Aha. Aber das weiß ich noch nicht. Du mischst ja auch schon jetzt durch das ganze Holz zehntausende Saplings haben, oder? Nein. Nope. Ich habe jetzt gerade noch 26. Na, das ist doch schon mal was.
Alter, also von hier sieht das auch ziemlich cool aus, hier vom Berg aus. Ja, so lässt sich so eine Zombie-Apokalypse doch leben. Sammelst du Daten für einen Screenshot? Nein. Zu aufwendig. Screenshots macht Dennis. Mhm. Ah. Nee, eigentlich nicht. Ich mach Thumbnails. Da kommt gerade eine Horde auf unser Haus zu. Wo? Von welcher Himmelsrichtung? Moment. Von Süden. Okay. Auf in die Schlacht, Männer! Gut, dass ich gerade im Ausguck bin. Das sind einige Leute. Wow. Da brauchen wir jeden. Jo, das ist erst Tag 3. Wow. Pfeilregen, los. Okay. Schön, dass ich runtergefallen bin. Alter! Wie viele? Ja, go, schnell, bevor sie hier sind. Wie diese alten Spiele, wo man die Gegner immer abschießen muss, bevor sie einen erreichen. Nee, keine Ahnung, kann ich die irgendwie anlocken? Ja, bestimmt. Nö, kannst du nicht, ist eine Horde. Oh, oh. Ah, doch, kannst du. Aber nicht alle. Oh. Nö, die anderen gehen hier auf mich. Na, aber ein paar habe ich dir abgenommen. Ich bin zu dämlich, um auf die Mauer zu springen gerade. Das stimmt, also besonders klug sind die nicht. Ihr solltet vielleicht hier mir bei denen helfen, weil sonst haben sie gleich... Ich helfe ja schon. Aber da bei denen, wo du wirklich helfen sollst, die kommst du gar nicht dran von da, wo du gerade bist. Ja, ich weiß. Komm her. Kann ich so schnell nachladen hier? Ich glaube, ich habe nicht genug Pfeile, aber bald kann ich sie mit dem Messer. Sneak Damage Bonus, Haben wir gerade auf denselben geschossen? Weiß ich nicht. Nee, den habe ich erschossen. Achso. Oh. Was? Oh. Ich bin runtergefallen. Achso, du bist runtergefallen. Ich habe im Flug habe ich den Pfeil abgeschossen, den Kopf getroffen. Sehr gut. Alles gut? Alle tot? Jetzt bei mir ja. Und das wäre der letzte. Okay. Sehr schön. Hat irgendjemand noch Federn? Da hinten sind noch welche. Ich brauche. Wir haben relativ viele in der Truhe. Also wenn die jetzt schon wieder alle weg sind, ne, dann... Naja, so, es waren 1,5 Stacks. Ist jetzt nicht so viel. Ich hatte halt nur 16. Hey, der eine hatte Antibiotika dabei. Yay! Was wollte der denn damit? Praise the... Ja, wahrscheinlich Heilmittel finden. Sich selbst heilen. Wahrscheinlich. Das sollte ich nehmen. Habt ihr schon alles repariert, was sie kaputt gemacht haben? Nein, ich habe kein Ding dabei.